Brutaler Angriff im Regionalexpress bei Brokstedt. Mittwoch, 14.55 Uhr. Bei der Feuerwehr geht der erste Notruf ein. Sofort wird Großalarm ausgelöst. 9 Rettungswagen und 3 Notärzte rasen los. Ein Rettungshubschrauber hebt ab. Der Tatort, ein Regionalexpress auf dem Weg von Kiel nach Hamburg. Vor Brokstedt greift ein Mann plötzlich andere Fahrgäste mit einem Messer an. Panik bricht aus. Scheinbar wahllos verletzt der Angreifer Passagiere. Nach Bildinformationen schlitzt er einer Frau den Hals auf, verfolgt seine Opfer in mehreren Abteilen. Am Bahnhof der 2000-Seelen-Gemeinde Brokstedt stoppt der Zug. Hier vor Ort hat sich das dann verlagert, der Zug hielt an. Der Tatverdächtige hat offenkundig mehrere Fahrgäste angegriffen. Die Bilanz ist auch erschreckend. Wir haben hier derzeit 2 Tote, 3 Schwerverletzte, 4 Leichtverletzte. Der Täter selbst ist auch verletzt ins Krankenhaus gekommen. Um 15.16 Uhr nehmen Bundespolizisten den Angreifer fest. Nach Bildinformationen handelt es sich bei ihm um den Flüchtling Ibrahim A., geboren im Gazastreifen, der im Dezember 2014 nach Deutschland einreiste. Bei der Tat trug der Killer seine Fiktionsbescheinigung, eine Art vorläufiger Aufenthaltserlaubnis, bei sich. Sie war völlig blutverschmiert. Bild erfuhr, der 33-Jährige fiel bereits mehrfach wegen Gewalt- und Sexualdelikten auf, saß bis zum 19. Januar noch in Haft. Als politischer Extremist galt er bislang aber nicht. Bei seiner Festnahme soll er verwirrt gewirkt haben. Ich habe vorne im ersten Wagen oben gesessen und habe gesehen, dass eine ganze Menge Leute nach vorne liefen, also in Zugrichtung. Und habe ich gedacht, die wollen wohl noch einen Bus kriegen oder irgendwas. Habe ich mir nichts bei gedacht, habe weitergearbeitet. Und dann gingen auch Leute aus meinem Wagen plötzlich nach vorne, ziemlich eilig. Und da habe ich mich umgedreht, eigentlich nichts gesehen. Aber ich hörte dann von ganz weit irgendwie jemanden Hilfe rufen. Zum Zeitpunkt der Attacke waren laut Polizei rund 120 Menschen in dem Zug. Einige von ihnen greifen mutig ein, werfen nach Zeugenangaben Koffer auf A. Dann überwältigen sie den Messerangreifer und halten ihn fest, bis die Polizei eintrifft. Schleswig-Holsteins Innenministerin zeigt sich am Abend betroffen, spricht ihr Mitgefühl aus und dankt den mutigen Ersthelfern. Aber auf jeden Fall sind einige Mitreisende oder Passagiere sehr mutig gewesen, das muss man sagen. Und ja, angesichts dieser schrecklichen Situation ist das natürlich trotzdem immer so, dass man da auch mal Danke sagen muss, dass diejenigen, die in so einer schrecklichen Situation sind und trotzdem dann noch so mutig sind und sich dem Täter entgegengestellt haben, offensichtlich. Und der Einsatz zieht sich über Stunden. Angehörige der Fahrgäste kommen zum Bahnhof, müssen jedoch erst mal warten. Ja, ich bin per WhatsApp im Kontakt mit meiner Tochter und sie sagt, es wird halt noch dauern. Es sind viele Menschen, die aussagen müssen und sie kann nicht sagen, wie lange das noch dauert. Ja. Und so lange warte ich jetzt auf sie. Sie war natürlich sehr aufgeregt und sie sagt, es war 4 Reihen vor ihr oder hinter ihr. Aber da sie sagt, jetzt geschrieben hat, sie hat es gesehen, muss es ja 4 Reihen vor ihr passiert sein. Zumindest ein Teil dieser. Ja, sie hat gesagt, sie ist voller Panik geflohen und sitzt jetzt bei irgendjemandem im Auto, wo sie Unterschlupf finden konnte. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther spricht von einer schrecklichen und sinnlosen Tat. Schleswig-Holstein trauere, das sei ein furchtbarer Tag. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser äußert sich bei Twitter. All unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser furchtbaren Tat und ihren Familien. Das Motiv des Angreifers erstmal unklar. Die Ermittlungen laufen, doch das Leben vieler Unschuldiger wurde am Mittwoch zerstört oder für immer verändert.